Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum nächsten Treffen des Tadeusz Mazowiecki Clubs des bürgerlichen Denkens am Europäischen Solidarność-Zentrum. Wir sind der Veranstalter des Treffens zusammen mit der Stiftung Genshagen. Wie Sie sich erinnern können, reden wir seit einigen Monaten über die Europäische Union, die in der letzten Zeit einige Krisen erlebt. Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise mit Gefährdung der internen und externen Sicherheit und die gesundheitliche Krise in Form der Covid-19-Pandemie. Aber heute steht die Europäische Union vor einer großen Herausforderung, vor dem blutigen Krieg auf unserem Kontinent, direkt an der östlichen Grenze Polens, unbegründet präzedenzfreier Angriff Russlands auf freie, demokratische Ukraine. Die Politik ist die Kunst des Voraussehens. Kann man rechtfertigen und ignorieren den Einsatz der Gewalt in internationalen Beziehungen? Heute im Kreise der Politiker aus Deutschland, Frankreich und Polen, also aus dem Weimarer Dreieck, werden wir über das Europa, was angesichts des Krieges gestellt wurde, diskutieren. Unsere Einladung haben eingenommen Frau Alexandra Zurkiewicz, die Oberbürgermeisterin der Stadt Danzig, Juristin und Vertreterin der Selbstverwaltung, Jean-Marc Ayrault, französischer Politiker, ehemaliger Parlamentarier, Ministerpräsident und Außenminister, Knut Abraham, deutscher Diplomat und Politiker, Mitglied des Bundestags. Können Sie uns hören, Herr Abraham? Danke sehr. Und Markus Meckel, der deutsche Theologe und Politiker, ehemaliger Außenminister und Legende der demokratischen Opposition in der DDR. Moderiert wird das heutige Treffen durch Basil Kerski, Politologe, Essayist, der Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums. Die Vertretung der Zuhörer, Patricia Baszkowska, die Uni Danzig, Fakultät für Biologie, und Szymon Taschemski, Jagiellonien Universität in Krakau, Lehrstuhl für Jura und Verwaltung, Basel. The floor is yours. Meine Damen und Herren, das ist die nächste Ausgabe des Clubtreffens, aber der heutige Tag ist eigentlich eine Premiere. Zum ersten Mal haben wir eine Diskussion in drei Sprachen. Das ist verbunden mit den Gästen, die uns besuchen. Stiftung Genshagen, Sie haben schon gehört, aber nicht viele wissen, worum es hier geht. Vor 30 Jahren an einem Ort am Berlin, fast in Berlin, ist eine Idee geboren worden, ein Begegnungsort für Deutsche und Franzosen zu gründen. Und besonders in Berlin, in Brandenburg, hat das Gespräch ohne Polen keinen Sinn, hat man zum Schluss gekommen. Und heute ist es eine politische, offizielle Institution, finanziert durch die Bundesregierung, durch das Land Brandenburg, aber auch durch das Außenministerium Frankreichs und Polens. Und das ist eigentlich die einzige institutionelle Form des Weimarer Dreiecks. Die Gespräche sind nicht immer einfach, Gespräche zwischen Polen, Deutschland und Frankreich. Aber vielleicht ist das der Danziger Geist. Und eigentlich bin ich zu diesem Schluss heute gekommen, dass es der beste Rahmen ist, weil Mazowiecki war aktiver Mitglied der Stiftung Genshagen, hat diese Stiftung mitgestaltet und Krzysztof Skubiszewski, der ehemalige Außenminister, vor dem Zerfall der Sowjetunion zusammen mit dem französischen Minister Dumas und dem deutschen Minister Genscher haben überlegt, wie man Europa in den gefährlichen Zeiten helfen kann. Und sie haben das Weimarer Dreieck gegründet. Aus diesem Grund trilateral heute Gäste aus Polen, Deutschland und Frankreich.
Unter uns haben wir auch einen ehemaligen Botschafter Hollands in Warschau und Moskau, Gäste aus Deutschland, aus Bonn, aus Frankreich, viele internationale Elemente. Sie sehen nicht, wo wir uns befinden. Und ich sehe auch eine Karte, die unsere Gäste sehen, wie sich Europa nach 89 verändert hat. Und wir haben unabhängiges Weißrussland, Ukraine in den Grenzen aus 91 mit Krim, mit dem östlichen Teil. Das ist die Karte, die zu uns heute spricht und erzählt über die Ordnung, die wir auf eine friedliche Art und Weise verteidigen wollen und heute auf eine militärische Art verteidigen müssen. Wir werden darüber reden, wie der Krieg Europa verändert und wie der Krieg uns ändert. Wir sind auch Europa. Wir werden versuchen, nicht zu weit abstrakt zu gehen. Aus diesem Grund bitte ich die Staatspräsidentin Frau Dulkiewicz, das Wort zu ergreifen, und ich werde es so ausdrücken. In den letzten Wochen haben wir uns oft gesehen, aber immer in der Eile. Und ich glaube, am 16. März, ich habe es heute geprüft, das war kurz nach Kriegsanfang, und ich war überrascht, aber sehr stolz, dass Frau Dulkiewicz mit dem Marschall der Woiwodschaft Pommern und mit dem Bürgermeister von Sopot nach Lviv gefahren sind. Wie hat diese Reise Ihre Perspektive verändert? Welche Verpflichtungen haben Sie jetzt danach? Und wir liefern sehr konkrete Hilfe unseren Nachbarn, aber was geben Sie uns zusammen mit dem Bevollmächtigten für Ukraine? Überlegen wir auch und sagen wir auch oft, dass es auch eine Bereicherung ist für unsere Kultur. Also, Frau Bürgermeisterin, ein danziger ukrainisches Wort an uns jetzt. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dafür, dass Sie die Einladung angenommen haben. Der Schirmherr dieses Clubes ist gleichzeitig der Ehrenbürger der Stadt Danzig. Und das kann ich stolz hier betonen. Meine Damen und Herren, ich habe mehrere Perspektiven. Ich denke, ja, jeder von uns heute am 82. Tag des Krieges, der eine russische Aggression auf Ukraine ist, und das sollen wir auch deutlich sagen, jeder von uns hat eigene Reflexionen und Überlegungen, die mit unseren Aktivitäten verbunden sind. Ganz kurz, für uns die Entscheidung, nach Lviv zu fahren, war eine Entscheidung jemandens, der eine konkrete Arbeit schafft. Wir haben mit Herrn Arnaud kurz darüber gesprochen, dass seine politische Karriere mit dem Amt des Bürgermeisters angefangen hat. Diesen Posten hat er 20 Jahre lang geübt, und solche Erfahrung auf der regionalen Ebene hilft auch auf der nationalen oder europäischen Ebene. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Unsere gemeinsame Entscheidung mit den Bürgermeistern von Gdynia und Sopot erfolgte daraus, dass wir selbst, ich als junges Mädchen und als Kind, und das weiß ich aus Erzählungen meiner Eltern, aus den Zeiten, in denen Solidarność nicht legal war, während des Kriegsrechts oder kurz danach, da gab es nicht wenige, die aktiv tätig waren und daran geglaubt haben, dass wir uns von dem kommunistischen System verabschieden werden und Polen unabhängig bleibt. Und damals diese symbolische Unterstützung der Leute, die aus dem Westen kamen, das war sehr wichtig für uns damals, um den Geist, den positiven Geist aufrechtzuerhalten. Das war eins der Gründe,
einer der Gründe unserer Entscheidung. Und als ich Andrei Sadowy, den Bürgermeister von Lviv, gehört habe, der mir gesagt hat, also ich habe die Nase voll von dem ganzen Zoom. Wie lange können wir über Zoom kommunizieren? Wir müssen face-to-face kommunizieren. Setzen wir uns an einen Tisch und schauen wir die Dinge mit eigenen Augen an. Und das sind Erfahrungen, die in mir für immer bleiben, aber ich kann sie weitergeben an meine Kollegen. Wie viele Bürgermeister in Europa gibt es, die einen zusätzlichen Sitz im Keller haben müssen, weil jedes Mal, wenn sie einen Bombenalarm hören, müssen sie runtergehen und dort mit ihren Mitarbeitern zu arbeiten. Damals wurden, als wir in Lviv waren, wurden Bürgermeister noch nicht entführt, aber wir haben mit diesem Prozedere jetzt zu tun. Über 20 sind entführt worden. Der Bürgermeister von Melitopol wurde schon befreit, aber wenn mein Stellvertreter ihn vor einigen Wochen in Florenz getroffen hat während des Treffens der Städte und sie wollten Kontakte oder Kontaktdaten austauschen. Und er meinte, ja, ich habe keine Visitenkarte mit dabei, weil mein Arm die ganze Zeit belagert ist. Das sind einfache Dinge, aber es ist uns eigentlich nicht klar, wie der Stand der Dinge ist dort vor Ort. Und das nächste Bild, wenn du ins Krankenhaus gehst, das war kurz nach dem Andruck auf die militärische Vertretung, wenn du Leute triffst, die verletzt wurden bei dem Angriff und die sagen, bleibt unsere Botschafter in Europa, hilft uns, Humankorridore zu schaffen. Ja, jetzt hat sich die Lage verändert, aber jetzt helfen wir auch militärisch intensiver. Aber wenn du das direkt vor dem verletzten Menschen hörst, ja, und das nächste Bild, das ich auch nie vergessen werde, wir stammen aus unseren Orten, Städten, aber die kulturelle Identität ist das, was uns schafft und unsere Städte schafft. Und wenn du die Stadt besuchst und siehst, dass die Fenster der Kirchen mit Brettern zugedeckt wurden und wenn du umgehüllte Springbrunnen siehst, die auf diese Art und Weise geschützt werden sollten, das wirst du nie vergessen. Ich bin seit November letzten Jahres Leiterin der Arbeitsgruppe im Europäischen Komitee der Regionen, einer Arbeitsgruppe, die auch mit Ukraine zusammenarbeiten soll. Als wir die erste Sitzung im November 2021 hatten, da war Mariupol unser Hauptpunkt auf dem Programm, Mariupol, die Partnerschaft der Stadt Danzig. Und damals im November 2021, vor 6 Monaten, hat man uns Mariupol gezeigt als eine Stadt, die eine Riesenarbeit geleistet hat, was die Transparenz der öffentlichen Verfahren angeht, Bekämpfung der Korruption, Entwicklung der lokalen Demokratie. Die Stadt Danzig hat mitfinanziert, das Büro in Mariupol, das eben die Entwicklung der lokalen Demokratie unterstützen sollte. Die Stadt, die dank den Reformen, die umgesetzt wurden, Investitionen angelockt hat. Und es ist eigentlich schwierig, das als Vergangenheit darstellen zu müssen. Und heute befinden wir uns in einer ganz anderen Lage, wenn ich meine Kollegen, Bürgermeister aus Frankreich, Holland, Belgien, Spanien treffe, dann spüre ich, dass es auch meine Rolle ist als Präsidentin der Stadt Danzig, dieser Stadt, auf der einen Seite der Zweite Weltkrieg anfing, aber auf der anderen Seite von der Werft aus ist die neue Ordnung der Welt gekommen, dank den Streiks im August 1980.
war das möglich, der lange Weg vor uns. Einerseits ist es eine Arbeit daran, nicht zu vergessen, unterstützen und laut darüber sprechen, wie sehr der russische Angriff die Ukraine zerstört. Das ist eine unserer Rollen. Aber wir müssen auch unterstützen. Wir sollen humanitäre Unterstützung leisten, aber nicht nur. Wir haben gemeinsam mit Gdynia, aber auch mit anderen Städten aus Schlesien, aus Krakau, Busse unseres Nahverkehrs geschickt, weil sie ihre Busse an die Front geschickt haben. In Lviv gibt es jetzt zweimal so viele Einwohner wie normal und das brauchen sie auch. Sie müssen den Nahverkehr am Leben halten. Das sind vielleicht kleine Gesten, kleine Hilfe, aber wir brauchen es auch. Der dritte Punkt, eine große Verpflichtung der Europäer, aller Europäer, das ist das ernsthafte Denken und die Planung des Wiederaufbaus der Ukraine, die demokratisch und stark und frei sein soll und Schritt für Schritt wird die Koalition der Städte auch die Ukraine dabei unterstützen als Lobby für Nationalregierung und EU-Einrichtungen. Wir müssen denen zeigen, was zu machen ist, wie es gemacht werden soll. Und wir sollen auch eine Art schlechtes Gewissen sein für die europäischen Politiker. Vielen Dank. Ja, das ist Zeit für Beifall. To była bardzo ciekawa lekcja, sehr interessante Lektion, da wie man schon sagen kann, Städtediplomatie, konkret gezeigt, wie die bürgerliche Gesellschaft in Europa funktioniert. Wir wissen, in den französisch-deutsch-polnischen Beziehungen es ein Schlüsselpunkt war. Das sind natürlich auch große Investitionen in die Zukunft. Sehr geehrte Damen und Herren, normalerweise würde ich jetzt Jean-Marc Ayrault bitten, das Wort zu ergreifen, denn es ist Präsidentschaftszeit der Frankreichs in der EU. Dramatische Zeit, denn auch die Wahlen in Frankreich, das ist natürlich problematisch, wenn diese Dinge zusammenkommen. Herr Knut Abraham, herzlich willkommen. Er sitzt nicht zu Hause, sondern im Parlament, ja, also im Bundestag bei einer Sitzung. Aber ich freue mich sehr, dass Sie mit uns sind, denn Sie verbinden zwei interessante Perspektiven. Bis vor kurzem waren Sie Vizeambassador der Bundesrepublik Deutschland in Warschau. Also die Thematik der östlichen Nachbarschaft steht Ihnen nahe. Sie sind ein beruflicher Diplomat und seit den letzten Wahlen im Herbst vertreten Sie Brandenburg als Bundestagsabgeordneter. Sie sind auch in der Kommission der Auslandsangelegenheiten. Zeitenwende, das Wort dominiert die Debatte in Deutschland. Wie sieht das aus, aus der Perspektive des Parlaments und der Gesellschaft? Ich sage es offen, wenn ich mit meinen ukrainischen Freunden spreche, es gibt ein bisschen Misstrauen, inwiefern diese Zeitenwende eine emotionale Reaktion auf die tragischen Fotos, Zivilbevölkerung, Mord und so weiter. Und inwiefern ist das radikale Veränderung der Auslandspolitik der Bundesrepublik? Könnten Sie aus Ihrer Perspektive eines Bürgers und eines Diplomaten und Parlamentariers die Atmosphäre in Deutschland darstellen? Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Ja, wir verstehen Sie. Super, ausgezeichnet. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Einladung und möchte auch gerne sofort auf die Frage eingehen. Es ist hier in Deutschland so wie in ganz Europa und in der ganzen Welt. Die Menschen sind wirklich tief geschockt von dem, was wir alle erleben und tief beeindruckt von dem Kampfeswillen und der Verteidigung der Ukrainer, die um ihr Land und ihre Freiheit und ihre Zukunft kämpfen. Das
politisch übersetzt hat diese Zeitenwende ergeben. Und die Zeitenwende hat mindestens zwei Komponenten, die ich kurz darstellen will. Das eine ist, und da bin ich gespannt, was Markus Meckel später dazu sagt, das ist übrigens gerade in Polen sehr interessant zu beobachten. Der erste Aspekt der Zeitenwende ist der Abschied Deutschlands von der sozialdemokratisch geprägten Russlandpolitik, von den Glaubenssätzen, die nicht nur die SPD geprägt hat, sondern auch die Christdemokraten, die Glaubenssätze mit durch Handel, durch Annäherung, durch Friedfertigkeit, durch Wirtschaft mit Russland leben zu können. Die Zeitenwende, von der der Bundeskanzler gesprochen hat, markiert das Ende dieser Illusion, wie wir heute feststellen müssen. Und wie gesagt, es betrifft diese bittere Erkenntnis nicht nur die Sozialdemokraten, sondern auch uns in der CDU-CSU, die wir über die letzten 16 Jahre ja dieses Land regiert haben. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass es bei der Zeitenwende darum geht, die Wehrfähigkeit unserer Streitkräfte wiederherzustellen. Die Folgen nach der Freiheitlichen Revolution, über die Frau Stadtpräsidentin gerade gesprochen hat, nämlich die Annahme, dass wir in Europa keinen Krieg erleben werden, hatte die Konsequenz, dass Deutschland seine Armee massiv vernachlässigt hat. Und hier hat die neue Bundesregierung mit dem Programm, das 100 Milliarden Euro umfassen wird, und der Zusage, zukünftig jährlich mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu stecken, auch eine Zeitenwende eingeleitet. Jetzt ist es nur so, und ich freue mich auf die Diskussion, zumindest solange ich sie verfolgen kann. Nun ist es so, dass das Ansehen Deutschlands in der Region, in Mitteleuropa und auch gerade in Polen im Hinblick auf unsere Russlandpolitik so ramponiert ist, dass es jetzt eine große Kraftanstrengung für uns alle in Deutschland bedeuten wird, Vertrauen in die deutsche Ostpolitik wiederherzustellen. Und deswegen wird so genau geschaut, was die Repräsentanten der neuen Regierung, aber auch wir in der Opposition sagen. Und es ist eben auch in den letzten Wochen leider der Eindruck entstanden, dass einige Vertreter Deutschlands mit dieser neuen Politik fremde, dass die den Worten über eine Zeitenwende nicht die zu erwartenden Taten folgen. Und hier haben wir aber übrigens auf starken Druck der Opposition von uns nunmehr durch einen gemeinsamen Antrag und der Entscheidung Deutschlands, schwere Waffen zu liefern, hoffentlich einen großen Beitrag geleistet, das Vertrauen in Deutschland wiederherzustellen. Ganz aktuell, wenn ich das noch anfügen darf, Herr Kerski, ganz aktuell führen wir in diesen Tagen im Bundestag hinter den Kulissen eine sehr wichtige Debatte über die Frage, wie sich Deutschland in Bezug auf die zukünftige europäische Perspektive für die Ukraine verhalten soll. Ja, es geht um die Frage des Kandidatenstatus für die Europäische Union. Meine Überzeugung ist, dass die Zukunft der Ukraine in der Europäischen Union liegen muss. Ich bin sehr gespannt, wie der Herr Premierminister die französische Position erläutert. Der Präsident hat ja interessante Ideen entwickelt. Ich habe nur die Sorge, dass wir eine Art Warteraum entwickeln oder einen Club der schwierigen Nachbarn.
oder eine östliche Partnerschaft, Ausgabe 2. Also die Perspektive eines realen EU-Beitritts für die Ukraine irgendwie verwässern und dadurch gefährden. Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, und da wird auch Polen eine große Rolle zukommen, das zu transportieren in der Europäischen Union, dass es klar sein muss, dass die Ukraine ein Recht darauf hat, in einem natürlich längeren oder sogar langen Prozess, aber eben Mitglied der Europäischen Union werden zu können. Das wird jetzt im Vorfeld des nächsten Europäischen Rates hier in Berlin hart diskutiert. Aus meiner Überzeugung wird auch die Europäische Union in eine Art Sicherheitsgarantenrolle kommen und wir sollten dies positiv annehmen. Und einen letzten Punkt, wir sollten uns auch jetzt schon gemeinsam, und ich finde das Weimarer Dreieck und eine Veranstaltung wie heute in Danzig geradezu ideal dazu, wir sollten uns gemeinsam Frankreich, Polen, Deutschland, wir sollten uns Gedanken machen, was für uns die Eckpfeiler einer zukünftigen Nachkriegsordnung sein sollten. Wobei eben noch einmal, um es zu wiederholen, für mich diese europäische Perspektive für die Ukraine das Wichtigste ist. Hier möchte ich enden und bin jetzt gespannt, was ich noch hören kann. Ich muss um 19 Uhr in eine Debatte, aber bis dahin bin ich dabei. Deshalb will ich Ihnen auch eine Frage stellen. Dlatego chciałbym jeszcze jedno pytanie panu zachować jako... Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen. Als Diplomat haben, wenn Sie... etwas Wichtiges über Vertrauen gesagt, das ist ein wichtiges Kapital in der internationalen Politik. Wie kann man das Vertrauen wiederherstellen? Bestimmt Nord Stream 2. Entscheidung war richtig. Subjektiv kann ich nur sagen, dass Nord Stream 1 und 2, das waren eine gigantische Belastung für alle Demokraten in Mittel- und Osteuropa, die immer gesprochen haben über die Solidarität in Europa, deutsch-polnische Partnerschaft. Wir waren wenig glaubwürdig. Nord Stream 1, Nord Stream 2, das dauert schon seit 17 Jahren. Das ist ein wichtiger Faktor, der bestimmt die Demokratie in Mitteleuropa geschwächt hat. Wenn ich auf Ihre gigantische Erfahrung schaue, was kann Deutschland machen, um das Vertrauen wiederherzustellen gegenüber Polen und der Ukraine? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich weiter zu verstehen bin. Ja. Wir werden das Vertrauen nur langsam zurückgewinnen. Mit dem Vertrauen in der Politik ist es wie mit dem Vertrauen in einer persönlichen Beziehung. Wenn das Vertrauen erstmal beschädigt ist, dauert es wirklich lange, bis die andere Seite wieder Vertrauen fassen kann. Insofern reicht es nicht, eine große Rede zu halten, wie Bundeskanzler Scholz. Und ich betone das positiv. Das war eine sehr wichtige, große Rede. Es geht um einen längeren Zeitraum, in dem wir das Richtige sagen und das Richtige tun. Und das Vertrauen wird nicht wiederhergestellt, wenn zwar die richtige Entscheidung getroffen wird, wie im Fall der schweren Waffen, aber das Publikum und unsere lieben Nachbarn und vor allen Dingen die betroffenen Ukrainer das Gefühl haben, dass diese Entscheidung erst durch äußeren Druck auf Deutschland, durch massiven Druck auf Deutschland hergestellt werden musste. Sondern das Vertrauen wird erst entstehen, wenn eine Abfolge von Aussagen und Entscheidungen ganz offensichtlich von Überzeugungen getragen werden. Und deswegen ist jetzt für uns Deutsche die Chance so groß, in der EU-Frage klar zu zeigen, dass wir an der Seite der Ukraine stehen in dieser Frage. Das ist eine Verantwortung, die wir haben, weil der Prozess schwierig ist. Er ist schwierig. Ich kenne
Sie alle, meine Damen und Herren, Sie kennen die Schwierigkeiten vor den Ukrainern liegen. Aber hier hat Deutschland eine Chance, Vertrauen wiederherzustellen. Und der absolute Kristallisationspunkt, wo an dem, glaube ich, die Historiker eines Tages schreiben werden, wie Deutschland sich verhalten hat, wird dann kommen, wenn wir es mit entweder hoffentlich nicht den alten Strukturen in Russland zu tun haben, in einem irgendwie Dialog, oder auch neuen Strukturen in Russland zu tun haben. Wird dann der deutsche Kurs, und das wird die Frage sein, wird dann der deutsche Kurs wieder zurückfallen in die alten Reflexe? Oder ziehen wir jetzt die Lehren aus dem, was wir erlebt haben? Das gilt es, glaube ich, abzuwarten. Die Bundesaußenministerin hat in Kiew vor ein paar Tagen sehr deutliche Worte gefunden, die darauf hindeuten, dass auch in langer Perspektive die Konsequenzen gezogen werden. Aber ich bin manchmal hier in Berlin nicht sicher, ob nicht doch ein deutscher Russland-Reflex wieder einsetzen wird, in dem Moment, wo wir irgendwen haben, mit dem wir reden können, der oder die vielleicht nicht Putin heißt. Vielen Dank. Dziękuję bardzo za te słowa. Pozdrowienia do Bundestagu. Vielen Dank für diese Worte. Grüße an Bundestag nach Berlin. Jean-Marc. Termin der Präsidentschaftswahlen war seit langem bekannt, aber niemand von uns hat gedacht, dass das Wahlen sein werden, die für ganz Europa entscheidend sein werden, für die EU. In Polen hatten den Eindruck, dass der direkte Kampf dann zwischen Le Pen, Putins Verbündete, und Macron, dass das auch Verteidigung der demokratischen Ukraine ist. Irre ich mich? Oui, vous avez raison. Mais même si les Français n'ont pas pris en compte que cette question, Sie haben recht. Voté au deuxième tour de l'élection présidentielle. Und ich denke hier, mehr haben auch so gedacht während der zweiten Runde. Die Lage war uns klar. Und die Gefährdung seitens der extremen Rechte, die existiert nicht nur in Frankreich. Und aus diesem Grund waren diese Wahlen überall in der Welt so wichtig und so verfolgt, in Polen, Deutschland, in Europa. Wenn die Le Pen gewählt würde, würde das Europa schwächen. Und das ganze Europa-Projekt würde geschwächt. Die Beziehungen mit der Ukraine würden dadurch auch beeinflusst, geprägt. Ich sage es nicht aus diesem Grund, weil es unwichtig ist. Ja, zum dritten Mal hat Marie Le Pen hat an den Wahlen teilgenommen und so weit gekommen mit Chirac zum ersten Mal und diesmal dann zum zweiten Mal im Jahre 2017. Macron hat gewonnen, aber ich wollte einige Zahlen hier ergänzen. Wir sind die Ergebnisse, wenn 27,28. Wir uns das näher anschauen, 36,5% für Macron. Aber s'est installé une crise de confiance démocratique dans France qui ne faut pas négliger. 38% der Bevölkerung hat nicht teilgenommen an den Wahlen. Also in der Zukunft können die Konsequenzen sehr gefährlich sein. Und Marie Le Pen hat als eine Person angesehen, die Putin und Orban unterstützt. Man kann auch sagen, dass sie auch eine Unterstützung für die PiS war, für die polnische Regierung. Das war das Gleiche, was
Trump, Bolsonaro in Brasilien oder Brexit bedeuten. Sie hat sich gut verkleidet bei den Wahlen, versteckt. Sie hat das einzige den einzigen Punkt angesprochen, nämlich die Kaufkraft. Über Europa, Putin hat sie nicht viel gesprochen. Es gab noch den Eric Zemmour, der über Migration und Sicherheit, über die Identität Frankreichs gesprochen hat. Also es war schon gefährlich. Aber auch wenn Le Pen ihre Ansichten gut maskierte, war allen klar, welche sie sind, was sie meint. On va arrêter les relations franco-allemandes. Tous les programmes franco-allemands, ça ne sert à rien. Donc vous voyez bien la suite. Gegen den Rechtsstaat Frankreich und sie wollte auch alle Programme der deutsch-französischen Zusammenarbeit stoppen. Und einen Punkt wollte ich noch betonen. Das ist die Frage des demokratischen Modells, das eng mit dem europäischen Modell verbunden ist. Wir werden nie langfristig Europa verteidigen können, wenn wir über Demokratie nicht reden werden. Die ist überall in der Welt gefährden. Schauen wir uns die Wahlen in Philippinen an. Der Sohn des ehemaligen Diktators ist zum Präsident gewählt worden. Bolsonaro in Brasilien, auch so eine Geschichte. Wir können es nicht zustimmen. Die Gesetzgebung, die Freiheit der Medien, da sind grundlegende Rechte. Wenn jemand mit der Geschichte spielt, manipuliert, Putin hat ja das Memorial geschlossen, Memorial hat sich ja mit der Stalinzeit auseinandergesetzt. Europa besteht aus Nationen, aber das ist auch ein Zivilisationsmodell, das typisch für die Demokratie ist. Und wir müssen das Modell verteidigen. Es gibt natürlich soziale Ungleichheit. Perspektiven für die jungen Leute sind auch wichtig. Man muss ne les sous-estimons pas, traitons-les, mais en même temps, soyons fermes et sans consent, sans concession. Wir dürfen nichts missachten. Wir werden uns damit auseinandersetzen mit den demokratischen Prinzipien und Grundregeln. Nie tylko jak w przypadku teraz sytuacji naszej. Nicht nur in dieser Situation des Krieges mit der Ukraine, nicht nur die Verteidigung der Grenze Ukrainas, aber wir sind auch für unsere Demokratie verantwortlich. Ich möchte nur was ergänzen. Ich habe über Demokratie gesprochen und was sicher ist, ist die Tatsache, dass die Ukrainer sich für Europa und Demokratie ausgesprochen haben. Pluralismus, sie haben sich dafür ausgesprochen und das war eine sehr mutige Wahl, die jeden Tag auch wieder bestätigt werden soll. Herr Abraham hat es auch angesprochen. Ukraine soll angenommen werden, auch wenn es ein langer Prozess wird. Man muss darüber sprechen, man muss diese Botschaft an die Ukraine auch senden. Ministerpräsident, ausgebildeter Germanist, ist natürlich ein Protagonist der deutsch-französischen Versöhnung. Aber wir haben viele große Nationen, Frankreich, Deutschland, Polen und Ukraine. Und dort haben die Kultureliten einen langen Weg in den letzten Dekaden gegangen. Also der Anschluss der Ukraine an die europäische Gemeinschaft hat auch einen Kulturuntergrund in der polnisch-ukrainischen Versöhnung. Sie sich nawzajem, myślę, inspirowały.
Alle diese Prozesse haben sich gegenseitig inspiriert. Und ich gucke jetzt Richtung Markus Merkel. Merkel, du bist auch ein Exponat, Markus, hier. Du bist bei uns in der Ausstellung auch erwähnt. Du bist ein Theologe aus Beruf. Du hast das mit deiner politischen Tätigkeit verbunden. Polen und Deutschland verdanken dir viel. Du hast auch nach der Vereinigung Deutschlands auch daran gearbeitet, dass die Oder-Neiße-Grenze anerkannt wird, was nicht einfach war. Du hast an den 2+4-Gesprächen teilgenommen. Du hast auch die Bedingungen des souveränen Polens mitbestimmt. Ich habe viele Fragen an dich. Ich fange vielleicht mit der Frage nach der Glaubwürdigkeit der Umwandlung. Du bist ein Politiker der SPD und du hast offen Putin kritisiert. Es gibt im YouTube viele deine Aussagen, Filme. Du hast kritisch die Rede von Putin in München kommentiert. Wie groß ist die Umwandlung? Bist du jetzt zufrieden, dass sich die deutsche Politik so radikal verändert hat? Ja, vielen Dank. Die Frage der Glaubwürdigkeit halte ich für wirklich eine zentrale Frage. Und dazu gehört natürlich, wie man sich auch zu dem, was man vorher gemacht hat, verhält und wie man damit umgeht. Und Knut Abraham hat es ja angesprochen, dass hier viele Fragen natürlich sind in Bezug auf die deutsche Politik. Und Sie sind ja selber nicht nur in Warschau gewesen, sondern vorher lange im Kanzleramt bei Angela Merkel. Das hörte sich jetzt eben so an, als wenn Sie so ein bisschen Abstand nehmen von Angela Merkel, weil sie ja diejenige war, die in den letzten 15 Jahren die deutsche Politik ganz stark geprägt und repräsentiert hat. Und wenn man etwa bedenkt, und dieses Datum will ich doch hier für uns in Erinnerung rufen, dass eben die Annexion der Krim 2014 und 2015 dann der Krieg in der Ostukraine ihr ganz zentrale Daten sind, wo wir einfach feststellen müssen, dass wir in Europa, aber auch wir in Deutschland, da zwar reagiert haben, es gab dann auch Sanktionen, aber es offensichtlich nicht ernst genug genommen haben. Wenn ich bedenke, dass die Bundesregierung damals, und Sie waren damals ja im Kanzleramt, vielleicht können Sie noch was sagen, was damals die Erwägungen waren, weshalb die Bundesregierung 2015 noch mit Nord Stream 2 angefangen hat. Also ich kann für mich dafür halten, dass ich auch damals schon dagegen war oder bei Nord Stream 1. Das ist eine andere Frage. Da stand ich auch zu meiner Bundesregierung, egal wie sie aussah, immer in einem gewissen Gegensatz. Aber wir müssen ja versuchen, es uns einfach ein Stück verständlich zu machen. Was war die Logik, würde ich einfach sagen, mit der die Regierung Merkel Nord Stream 2 begonnen hat, obwohl schon die Annexion der Krim da war und dann auch der Krieg in der Ostukraine. Sie haben das jetzt den Sozialdemokraten zugeordnet und Sie haben nicht Unrecht, weil natürlich wirklich die Frage von Wandel, Handel, Verflechtung als eine sicherheitspolitische Dimension angesehen worden ist aus der Zeit des Kalten Krieges. Und darüber lohnt es sich zu diskutieren, was daran falsch oder was daran richtig war. Ich fand es gut, dass der Bundespräsident sich davon sehr klar öffentlich distanziert hat und gesagt hat, das war ein Fehler. Das habe ich von manchen anderen noch nicht gehört. Und von daher würde ich gerne vielleicht dann nachher noch mal die Möglichkeit haben, dass Sie dazu was sagen, was im Kanzleramt da passiert ist. Ich will aber trotzdem auch noch mal jetzt unmittelbar auf diese Frage kommen von der Glaubwürdigkeit dessen, was die Zeitenwende da ist. Ich muss gestehen, ich bin nach dem Beginn dieses schrecklichen Krieges, der ja immer mehr absehbar war. Ich selber habe Putin zugetraut, dass er diesen Krieg führt. Ich bin davon ausgegangen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass er so weit ins Land hineinführt. Ich dachte eher, dass es wirklich, so wie es ja jetzt auch wiederum ist, dass es um den Zugang, Landzugang zur Krim ging und die beiden Provinzen sozusagen dahin
zu erweitern. Aber die Naivität des Westens war ja immens. War ja immens und ehrlich gesagt auch für mich völlig unverständlich, weshalb man nicht auch schon vor dem Krieg die Ukraine auch militärisch unterstützt hat. Ich fand es im letzten Jahr richtig und habe dies auch öffentlich gesagt, als Habeck nach einer Reise in die Ostukraine das gemacht hat, die Bundesregierung damals, als auch die neue am Anfang, hat dies erst einmal abgelehnt. Sie hat ja dann auch lange abgelehnt, überhaupt Nord Stream 2 zu schließen. Wir können uns erinnern auch an die Dissonanzen dann mit den Amerikanern. Und insofern muss ich gestehen, war ich ausgesprochen erfreut, als dann am 27. so klare Worte zu hören waren. Und ich sehe natürlich, dass innerhalb der Koalition, sage ich mal, viele nicht einbezogen waren. Das ist so ähnlich wie bei Schröder 2003, als er diese sogenannte Agenda, das Reformprogramm gemacht hat. Das hat er in der Fraktion, in der Partei nicht abgesprochen. Ja, er glaubte damals sogar in seiner Arroganz, er müsste noch nicht mal einen Parteitag machen oder mit der Fraktion das dann wirklich kommunizieren. Das hat dann nicht ganz geklappt. Aber ich will nur deutlich machen, dass ein Kanzler in einer solchen Situation eine Entscheidung trifft, natürlich innerhalb der Koalition der Regierung, aber eben nicht wirklich verabredet im Parlament, einen solchen Schritt geht, fand ich, zumal ich ihn für den richtigen Schritt hielt, für dringend notwendig und auch richtig, dass er es gemacht hat. Und dann ist ja die Frage der konkreten Implementierung. Da gibt es, wenn es um diese 100 Milliarden geht, dann Schwächen in der Regierung und in der Opposition, die natürlich, wo die Frage ist, wie läuft es dann eigentlich mit der Unterstützung der Opposition, weil man dafür eben eine Mehrheit, eine verfassungsgebende Mehrheit braucht. Das heißt, wie nachhaltig ist das Ganze? Und da stellt sich natürlich für die Parteien, sowohl bei den Grünen, wir haben es beim letzten Parteitag erlebt, die heftigen Diskussionen, weil eine Partei mitgenommen werden muss und auch eine Bevölkerung, wenn man es nachhaltig machen will. Und da sehe ich eine große Schwäche des Kanzlers, der die Schwäche von Angela Merkel fortsetzt, die eigene Politik nicht zu erklären. Man muss ja sagen, eigentlich haben wir seit 15 Jahren, seit 2005 oder inzwischen jetzt 17 Jahren, eine technokratische Regierung, die in vielen Punkten manches richtig, manches falsch macht, aber die Politik nicht deutlich erklärt. Und dieses erlebe ich sozusagen, was Angela Merkel viel zu wenig gemacht hat, selbst da, wo in meinen Augen sie richtig lag, die Politik wurde zu wenig erklärt und das sehe ich jetzt fortgesetzt und da kann ich nicht anders, als klar zu sagen, die beiden besten Erklärer dieser jetzigen Bundesregierung sind Habeck und die Außenministerin. Und ich kann nur hoffen, dass es gelingt, dann auch in den Strategien das konkret umzusetzen. Insgesamt brauchen wir in Europa insgesamt grundlegende Veränderungen. Also ich hoffe zum Beispiel, weil jetzt ja gerade Frankreich auch das Weimarer Dreieck zum Thema ist. Ich meine, es war doch ziemlich eine Katastrophe in meinen Augen, dass Macron nach seiner ersten Wahl mit so klaren europapolitischen Konzepten nach vorne gegangen ist. Man hätte sie ja nicht in jedem Punkt teilen müssen. Aber Deutschland hat ihn einfach sitzen lassen. Und zwar, in der Zeit waren sie, glaube ich, auch im Kanzleramt. Ich weiß nicht, wie da die Diskussionen waren in dieser Zeit, weil das war ja die Frage, warum hat Merkel das nicht aufgegriffen und gesagt, an dem Punkt nein, aber an dem anderen Punkt gehen wir voran. Europa hätte es so dringend gebraucht. Und das gilt ja im Grunde heute auch, dass wir natürlich sehen müssen, wie kann Europa stärker werden, wie können wir in der NATO partnerschaftsfähig werden und nicht nur gefolgschaftsfähig. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern was bringen wir konkret ein? Denn das sind ja die konzeptionellen Fragen, von denen wir stehen und bei denen wir, und ich sage beide, die die große Koalition in der Vergangenheit gestellt haben,
keine sicherheitspolitischen Strategien hatten. Ich erinnere mich, vor, ich glaube 17 war das, als der damalige Bundespräsident Gauck das eingeklagt hat, dass endlich Deutschland auch außenpolitisch und europapolitisch sich mit an die Spitze des Zuges setzt und natürlich im engem Kontakt mit Frankreich. Daraus ist dann im Endeffekt auch wieder nicht so viel geworden. Und ich kann nur hoffen, dass dieser furchtbare Krieg und Krisen und eben in diesem Fall dann auch ein Krieg, kann ja ein wichtiger Anschub sein, zur Besinnung zu kommen. Und vieles passiert in diesen Wochen. Er muss gleich weg, ja. Vieles passiert in diesen Wochen, dass man sagt, die Einheit der NATO, die Einheit der Europäischen Union, was hier passiert, kann Hoffnung geben. Und ich würde gerne dann auch auf noch die Frage der Erweiterung und so weiter kommen, aber jetzt, da Sie weg müssen, sollten Sie vielleicht noch die Chance haben zu reagieren. Posła, bo wiem, że musi iść. Także jakby pan, ja, pan mógł zareagować na te damit, pytania, Herr Markus. Abgeordneter, bitte noch, Herr Bundestag, Abgeordneter, Frage nach Energiepolitik von Merkel. Warum Nord Stream 2, nachdem eigentlich Krim-Annexion schon erfolgte 14? Ja, also vielen Dank, Herr Kerski und lieber Herr Meckel. Dazu nehme ich natürlich gerne Stellung. Zur Erläuterung für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich war in den Jahren 2015 bis 2018 der für unter anderem die deutsche Russlandpolitik zuständige Referatsleiter im Bundeskanzleramt. Jetzt die Frage, wann fängt die falsche deutsche Russlandpolitik an, lassen wir mal für eine noch ausführlichere Konferenz. Ich will ganz konkret antworten auf Ihre Frage, Herr Meckel. Es war damals so, dass schon ein Riss durch die Bundesregierung ging, nämlich auf der einen Seite das Bundeswirtschaftsministerium, geleitet von Sigmar Gabriel, das dieses Projekt Nord Stream 2 heftig lobbyiert hat. Es gab dann wenige kritische Personen. Dazu gehörte Christoph Heusgen, mein Chef und der außenpolitische Berater der Kanzlerin. Wir hatten eine gewisse Hoffnung, dass das Projekt durch Anwendung europäischer Vorschriften zum Erliegen kommen würde. Diesen Gefallen hat uns der juristische Dienst der Kommission nicht getan. Und die Bundeskanzlerin hat dann in der Hoffnung und auch in der Erwartung, dass die von ihr verhandelten Minsk-Abkommen doch zu einer Beilegung der schlimmsten Folgen führen würden. Und letztlich haben wir uns zu sehr darauf verlassen, auf das historische Beispiel der Energiegeschäfte mit der Sowjetunion, dass es am Ende funktionieren würde. Das ist, um es so auf ein bisschen einfachem Deutsch zu sagen, dass es schon irgendwie gut geht, dass man die Dinge trennen könnte. Ich glaube, das war der entscheidende Fehler. Ja? Zu glauben, dass man die Energiefragen definieren kann, so wie es in unseren Speaking Notes dann stand, definieren kann als ein rein wirtschaftliches Projekt und die politischen und auch militärischen Verwerfungen anders regelt und davon abgekoppelt behandelt. Ja? Aber der Kern war ein absehbarer Riss in der Bundesregierung und der Wille der Bundeskanzlerin, es eben dazu nicht kommen zu lassen, in der Hoffnung, dass ein politischer Prozess durch Minsk möglich würde. Und ich freue mich, lieber Herr Kerski, wenn wir das bei Gelegenheit vertiefen können. Es ist überhaupt nicht meine Art, mich zu verabschieden vorzeitig, gar nicht. Das mache ich eigentlich nie. Aber es wäre schade gewesen für mich, wenn ich nicht wenigstens diese eine Stunde hätte teilnehmen können. Und ich sende sehr, sehr herzliche Grüße aus Berlin nach Danzig.
Wir danken Ihnen sehr. Wir danken Ihnen sehr. Gut, wir können jetzt diese historischen Themen schließen. Bestimmt eine große Enttäuschung für die Nachbarn ist, dass man eben auf sie nicht gehört hat. Weder auf die Ukrainer, die konkrete Erfahrungen hatten mit der Instrumentalisierung von Gas, die skandinavischen Länder und vor allem die Polen von allen politischen Parteien, die ja schon immer beteuert haben, dass die Politik gegenüber Russland, ja, die Russland, das nicht demokratisch war, dass es keine gemeinsame Energiepolitik gab. Gut, jetzt möchte ich zu den Autoren des Clubs kommen, aber Markus Meckel hat mich ein bisschen beunruhigt durch seine Analyse, denn du hast gesagt, dass der Auftritt des Bundeskanzlers sehr glaubwürdig ist und Änderung der Politik auch, aber du siehst Defizite, wie das mitgeteilt wird und wie gut diese Entscheidungen erklärt und verwurzelt werden. Deshalb komme ich wieder dazu. Wie nachhaltig und beständig ist die Entscheidung, dass man die Ukraine militärisch unterstützen soll, dass Ukraine diesen Krieg gewinnen muss? Es geht nicht nur um die humanitäre Zusammenarbeit. Wird das diese Zeitenwende langfristig gelingen, nach deiner Ansicht? Also davon bin ich schon überzeugt, aber ich hätte Deutschland gerne eher an der Spitze des Zuges und nicht am Ende. Das wäre meine Kurzbemerkung dazu. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch in Deutschland diesen Diskurs aber natürlich erst noch führen müssen. Die Entscheidung war richtig. Aber man kann jetzt ja nun auch von Abgeordneten nicht einfach erwarten, dass sie sagen, was sie gestern noch gedacht haben, gilt heute nicht mehr, sondern das braucht den Diskurs und das braucht ihn öffentlich. Und ich finde die deutsche Debatte insofern auch ein bisschen zu platt, als es nur noch um die Frage geht, schwere Waffen oder nicht schwere Waffen. Also meine kurze Antwort wäre, und da gehe ich auch über andere hinaus, dass ich alles, was die Ukraine braucht, soll sie bekommen. Denn sie verteidigen nicht nur sich selbst, sie verteidigen eine internationale Ordnung. Wir haben auf dem Balkan mit Milosevic sind wir mit Teil des Krieges gewesen, um die Kosovaren zu retten vor Vertreibung, vor Massakern. Dies können wir bei Putin nicht, weil es eine Atommacht ist. Das heißt, da liegt eine rote Linie. Aber alles, was darunter ist, sollten wir tun und wir müssen einfach, und davon hängt unheimlich viel ab, und zwar nicht nur für die Ukraine, sondern für die Europa und die internationale Ordnung, dass wir die Ukraine befähigen, sich zu verteidigen. Und insofern muss militärisch erst einmal alles getan werden, es muss humanitär alles getan werden. Wir müssen in Bezug auf die Sanktionen die Dinge verschärfen. Wir müssen natürlich, und das ist dann eine Frage auch, dass ja nicht gilt, was manche Briefschreiber in Deutschland versucht haben, dem Kanzler deutlich zu machen, dass sie sagen, es ist besser zu reden, statt zu schießen, was ja stimmt. Aber das ist heute nicht die Alternative. Denn wir haben ja festgestellt, es wurde die ganze Zeit geredet. Es wird übrigens auch jetzt ja die ganze Zeit geredet. Es ist ja nicht so, dass da Sprachlosigkeit herrscht, bloß der eine ist schwerhörig. Beziehungsweise er glaubt, es militärisch machen zu müssen. Und insofern muss man weiterhin reden. Man muss versuchen, dass die UNO redet, dass auch andere Akteure ins Spiel kommen. Man muss sehen, ob man die Chinesen gewinnen kann, sozusagen von ihrer unbedingten Solidarität mit Putin abzulassen. Das heißt, das sind diplomatische Fragen. Aber der Witz ist ja, das kann alles oft nicht öffentlich passieren. Und insofern finde ich manche Talkshows, die wir dann in Deutschland hören, wo es nur um die Frage geht, welche Waffen sollen kommen oder auch nicht, finde ich dann etwas platt. Es muss klar sein, und da sind wir offensichtlich auch im Management nicht gut, dass wirklich die Waffen ankommen und dass sie möglichst schnell ankommen. Und das hat wahrscheinlich viele Gründe, auch ich weiß keine Details, aber was ich sehe ist, dass die Bundeswehr, was wir lange sehen konnten, durch alle Regierungen der letzten 25 Jahre schlecht ausgerüstet. Sie ist aber
offensichtlich zurzeit auch im Management, sage ich mal, nicht unbedingt in Topform. Und da muss dringend etwas passieren. Aber wir müssen politisch weiterdenken. Und da sehe ich die eigentlichen Fragen, wie das, was das konkret bedeutet. Die eine Frage ist angesprochen worden in Bezug auf die Europäische Union. Hier braucht nicht nur meine, das war immer schon in meinen Augen, diese Rede vom Kandidatenstatus. Ich bin dafür, ich habe schon vor Monaten mich auch dafür eingesetzt, in einem Brief mit vielen anderen, dass das gemacht wird. Aber wir tun ja so, als wenn der Kandidatenstatus ein Teil der europäischen Verfassung ist. Ist es aber nicht. Im Artikel 49 steht, und darauf habe ich 2011 schon hingewiesen, als ich zur Assoziierung sozusagen ausgehandelt war, dass man sagt, Leute, wir müssen einfach festhalten, die EU hat diese Perspektive durch diesen Artikel, weil klar ist, jeder europäische Staat kann den Antrag stellen. Wir müssten nur sagen, wir unterstützen es. Und das hat Europa nicht gemacht, das hat weder Merkel gemacht, noch unser französischer Präsident, noch alle anderen. Da beginnt jetzt glücklicherweise eine Änderung im Denken. Aber das reicht, wie ich finde, nicht. Wir müssen, wie ich finde, auch deutlicher darüber nachdenken, ob der Weg in die Europäische Union, so wie wir ihn haben, richtig ist. Ich bin nicht dafür, was Zelensky ja angesprochen hat, sozusagen ein Schnellbeitritt. Das ist, geht gar nicht, entspricht den Strukturen der EU gar nicht. Das heißt, er hat die EU gar nicht verstanden. Da muss man das natürlich mit unterstützen. Das sind, geht recht, hier geht es um eine Rechtsgemeinschaft und da müssen die Kriterien erfüllt werden. Aber die Frage, die ich selber zum Beispiel in den 90er Jahren in dem Erweiterungsprozess gestellt habe, wo ich immer nur einen Aufschrei gehört habe, ist die Frage, kann man nicht zum Beispiel einen Beobachterstatus schaffen im Europäischen Parlament für alle, die verhandeln? Oder wo man meinetwegen einen solchen Kandidatenstatus gibt. Das würde einen Diskurs ermöglichen für die jeweilige Regierung und Opposition. Es würde ein klares Signal für künftige zugehörig sein. Die Frage ist sogar, ob man bei bestimmten Kapiteln, das muss man alles im Detail durchdenken, aber ob abgeschlossene Kapitel, also man sagt, in den Bereichen kann es sogar so etwas wie eine Teilmitgliedschaft geben. Wir haben doch auch jetzt verschiedene Ebenen, die einen nehmen an Schengen teil, die anderen nicht. Das heißt, die einen haben den Euro, die anderen nicht. Das heißt, es würde das Ganze noch ein bisschen unübersichtlicher machen, aber es wäre nicht unmöglich. Ich glaube, dass wir sozusagen Zwischenstufen der Verbindlichkeit schaffen, die die Verbindlichkeit erhöhen und dass wir nicht warten, bis zum Ende nach 10 Jahren Verhandlung dann der Punkt gesetzt wird, der Vertrag ist abgeschlossen, dann kommt der Ratifizierungsprozess und dann geht es weiter. Da, denke ich, lohnt sich auch ein konzeptionelles Nachdenken. Dann auch sicherheitspolitisch. Wir müssen doch überlegen, meine, und die große Gefahr besteht doch. Was passiert auch militärisch? Mhm. Es ist klar, eine NATO-Mitgliedschaft kommt im Augenblick auch für neue Staaten im Osten nicht in Frage. Aber wenn wir Angst um Georgien und Moldau haben, ist doch die Frage, ob nicht ein Beistandspakt für diese Länder nicht sinnvoll ist. Um auch deutlich zu machen, eine rote Linie, da ist die Ukraine, da kann man es nicht mehr machen, die sind überfallen, die muss man unterstützen, sich zu verteidigen. Mhm. Aber für Moldau und für die Georgien darüber nachzudenken, wie ein Beistandspakt gemacht werden kann. Damit können Sie in der NATO nichts kaputt machen, auch nicht reinreden. Georgien gucken wir uns ja mal gerade an. Ist ja nicht gerade eine demokratische Entwicklung da. Aber sozusagen deutlich zu machen für Putin, auch schon diese Grenze ist eine, die nicht überschritten werden darf. Okay. Solche Fragen finde ich politisch viel spannender als die Frage, wie viele Waffen oder ob die 50 Panzer oder was auch immer da aus Deutschland kommt, jetzt kriegsentscheidend sein werden. Die politische Linie, finde ich, sollten wir miteinander diskutieren. Markus Becker nakreślił tutaj, jakie zadania przed nami stoją. Markus hat die Aufgaben, die vor uns stehen, skizziert, als ein total neues Denken an die Integrations- und Annäherungsfrage. Aber wir wollen unser Publikum auch mit integrieren in die Diskussion. Sie können Fragen über
unsere Facebook-Seite stellen. Neben mir sitzen Simon und Patricia, die unser Publikum vertreten. Wir haben sehr viel über Deutschland, über Frankreich gesprochen. Aber es ist auch eine gute Gelegenheit, eine Beobachtung dessen, was bei uns passiert im Lande, zu teilen. Ja, woher die unheimliche Solidaritätswelle, die konkreten Handlungen in Polen, warum wurde die Grenze mit der Ukraine so breit eröffnet? Vor einigen Wochen haben wir was anderes an der Grenze mit Belarus erlebt. Wie seht ihr die Fragen persönlich? Wie interpretiert ihr die Entwicklung? Ich habe keine Antwort drauf. Patricia und Simon, wollt ihr uns was dazu sagen? Ja, ich habe auch keine Frage, woher das kommt. Ich denke mir, ich kann ein Phänomen des polnischen Elements sein, so nenne ich das. Meine bekannten Studenten, so sehr und so schnell sich involviert haben, ja, das ist die Frage des Herzens. Wir sind auch historisch geprägt, wir wissen, was das bedeutet. Und die Jungen, obwohl sie es nicht persönlich erlebt haben, haben zu Hause auch viele Erzählungen gehört. Und ich denke, das hat dazu beigetragen. Und aus diesem Grund sind wir so aktiv. Wir sind halt so. Was denkst du, ist es eine gesellschaftliche Energie, die auch auf uns Einfluss haben wird in den nächsten Jahren? Wir kommentieren es ja, Solidarität und so weiter. Und sehr oft auf solchen Ländern wie Skandinavien, Frankreich, Italien, dass dieser Krieg sehr unterschiedliche Leute näher gebracht hat. Aus der linken Seite, aus der rechten Seite, aus den katholischen Organisationen, aus den rechten Organisationen. Das war der Auslöser. Eben. Oder war das nur am Anfang des Krieges so? Nee, ich will nicht hier pessimistische Visionen schildern. Aber es muss nicht nachhaltig sein. Dieser Enthusiasmus ist schon ein bisschen weg. Und obwohl wir eben die Freude aus der Vereinigung auch erlebt haben, hatten, ob es nachhaltig wird, ich glaube nicht. Und ich hoffe, es wird auch kein nachhaltiger Konflikt sein. Und das konzentrierte sich alles rund um diesen Konflikt. Also es wird keine zweite Solidarität, Solidarność als Sozialbewegung sein. Wie siehst du das, Szymon? Ich fühle mich nicht kompetent. Ich will keine komplizierte Theorie hier entwickeln. Ich knüpfe an meine Erfahrungen aus den Gesprächen mit meinen Bekannten oder mit meiner Familie. Ich werde die Antwort zu zwei Punkten einschränken. Der erste Punkt, das hat Patricia auch erwähnt, ist die Erfahrung dessen, was Imperialismus ist, was der russische Imperialismus ist. In Polen historisch haben wir mit diesem Imperialismus schon uns ein paar Mal auseinandergesetzt und diese Offenheit gegenüber Ukraine in Polen ist auch durch die kulturelle Nähe möglich. Bei den Migranten aus dem Nahen Osten war es nicht so und das war viel einfacher. Polnische Bevölkerung. Wir haben nicht so große Erfahrungen mit den Flüchtlingen aus dem Nahen Osten. Und es ist auch einfacher, sie auszuspielen. Und die Ukrainer hatten wir in Polen schon vor dem Ausbruch des Krieges im Jahre 2014 oder jetzt im Februar. Das war ganz einfacher für die Polen.
Ja, ich stimme mit deiner Analyse zu. Ich habe auch Wurzeln im Irak. Und ja, es ist halt so, das stimmt. Und das ist die dunkle Seite, die Bewertung, die Einstufung der Gruppen, der Flüchtlinge, Rassismus, instrumentelle Nutzung der 1000 Leute, die an der polnisch-weißrussischen Grenze landete. Und diese Grenze ist dicht, total dicht. Und wir sitzen hier am Zitat aus Havel. Ja, was ist im 89 passiert? Die Mauern sind weg, die Mauern, die Leute teilten und Angst bereitet haben. Ja, ihr spricht auch für unser Publikum. Es ist eure Zeit gekommen. Ihr dürft jetzt Fragen stellen. Ich richte meine Frage an alle Panelisten, an alle Teilnehmer der Diskussion. Und die lautet, die Länder Europas und der Welt radikalisieren sich immer stärker. Das sehen wir auch unter den Jugendlichen. Sympathien für extreme Gruppierungen sind da. Welche konkrete Änderungen braucht Europa, um sich vor diesen Populismen wehren zu können? Kann die Kriegslage diesen Trend umdrehen und zur größeren Kohärenz in der Weltanschauung im Hinblick auf die gemeinsame Gefahr? Oder kann das zu Vertiefung der Teilungen führen? Sie haben diese Frage angesprochen. Ich denke, dass das Europa-Projekt, das uns viel gebracht hat, aber in dem es auch Zweifel gibt. Es gibt auch Europagegner, Politiker, die solche Meinungen haben. Und das, was in der Ukraine jetzt passiert, ist eine Beschleunigung der Entwicklung der Geschichte und die Rehabilitation des Europaprojekts. Es geht darum, dass es nachhaltig und komplex bleibt. Herr Abraham hat gesagt, dass es eine gewisse Naivität gab. Und jetzt versuchen wir, die Politik zu rehabilitieren, in Europa auch. Das ist mit einer geopolitischen Frage verbunden, zum Beispiel die IT-Unabhängigkeit, Medikamente, ökologische Fragen, die eigentlich im Zentrum unserer Ambitionen stehen sollten, was das Projekt Europa angeht, politische Projekt, die Verteidigung auch. Also jetzt beobachten wir eine gewisse Beschleunigung und vor einigen Wochen wären solche Konklusionen über die Entwicklung Europas nicht möglich. Aber jetzt haben sich die Bürger ausgesprochen und sie betonen die Dinge, die in Europa geändert werden sollten. Wir sollen aus der Einstimmigkeit raus, die unsere Aktivitäten unmöglich macht. Wir müssen auf die europäische Konstruktion aus anderer Sicht sehen. Wir sollen sie anders betrachten. Mit Berücksichtigung aller Stimmen auf der rechten und linken Seite, aber wir müssen vor allem das Vertrauen schaffen, was die Beziehungen mit Russland, insbesondere mit Putin angeht. Ich habe persönlich im Jahre 2013 als Ministerpräsident ein Treffen mit Putin erlebt. Und das ist damit verbunden, was Markus vor kurzem gesagt hat, dass es eine lange Geschichte ist. Der Anfang ist nicht gestern oder vorgestern. Es gab immer was Interessantes daran. Diese eingefrorenen Konflikte im Oberkarabach. Und natürlich, l'Est de l'Ukraine, en Donbass.
Karpatenteil der Ukraine oder Donbass in der Ukraine. Und ich habe den Eindruck, Putin hat alles gemacht, damit keine diplomatischen Lösungen gefunden werden können und dass wir erst dann wach werden, wenn er agiert. Anfang November 2013 war das war ein offizielles Treffen. Und Putin ist sehr aggressiv geworden. Und wir waren in einer großen Gruppe mit dabei. Der Botschafter Frankreichs in Moskau war auch mit uns, Putin und ich. Und er war überraschenderweise sehr brutal. 2013 war das. Und das, was er in so einer aggressiver Art und Weise geschildert hat, er war wütend, er war aggressiv. Und das betraf das Treffen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union. Er meinte, das ist eine Aggression gegenüber Russland gerichtet. Und beendet hat er das Treffen. Diese Vereinbarung wird nie unterzeichnet. Und ja, er hat es abgelehnt. Tatsächlich. Und dann hatten wir Maidan. Considérable, il y avait un mot d'ordre. C'était, on veut. Und die Menschenmassen, die demokratisch bleiben wollten, und alle haben laut geschrien: Wir wollen Vereinigung mit Europa. Wir wollen soudé et déterminé, qu'à la fin, c'est lui qui gagne. Im Anklang mit Europa handeln. Und dann kam es Repression. Aber die Ukrainer waren so entschlossen, dass sie gewonnen haben. Janukowitsch ist mit einem Hubschrauber weggeflohen. Und was kommt danach? Die Drohungen von Putin werden realisiert. Krim wird annektiert, dann kommt Donbass. Europa hat dem Putin gut geantwortet, auf eine entschlossene Art und Weise, aber es muss weiter so gehen, so dass kein Risiko entsteht, dass es sich verschwemmt, dass diese Solidarität zu Ende geht. Wir müssen Ukraine militärisch unterstützen, wir müssen die aufnehmen, die aus der Ukraine fliehen, aber wir müssen der Ukraine auch Perspektive und Hoffnung geben und wir müssen uns organisieren. Es gibt viele Dinge, die wir erledigen müssen. Wir müssen in der Energiefrage auch so diese Stahl- und Kohlegemeinschaft schaffen und nicht, dass jeder für sich was erledigt. Für Deutschland ist es schwierig, aber nicht nur für Deutschland. Und ich denke mir, es ist ein guter Augenblick, um auf die Solidarität zu achten und auch wir sollen jetzt zu der Routine zurückkommen und gemeinsam vorgehen, sodass Europa ihre Stärke zeigt und nicht eine Organisation, wirtschaftliche Organisation bleibt. Wir haben ein eigenes Projekt, das auch ein demokratisches Modell hat. Nous devons lui répondre aussi avec des rapports de force. Mais jusqu'à présent, je crois que c'est Poutine qui a perdu. Dieses Agieren mit Macht, da ist der Putin der Beste. Aber Putin denkt weiterhin, Europa ist zerrissen. Aber wir sehen, dass es zum Guten neigt. Aber wir müssen energisch sprechen, mit großer Kraft. Und hier stimme ich mit Markus überein. Und wir müssen auch den Dialog mit unseren Bürgern führen. Das muss alles transparent sein. Wir sollen nicht über den Köpfen reden. Es geht darum, dass unsere Bürger uns unterstützen. Also wenn es zu Vereinbarungen, Diskussionen kommt, ja, das passiert in der Demokratie. Aber wir müssen auch Schlüsse ziehen. Wir müssen das Risiko angehen, weil das auch ein Teil der Politik ist. Ja, ich finde diese letzten Punkte ausgesprochen wichtig, dass wir auch in der Folge dessen, was jetzt passiert, uns noch mal sehr viel klarer auf unsere Werte besinnen. Das heißt, wir haben sie oft in der Vergangenheit selber nicht so ernst genommen. Wenn ich mir anschaue, wir haben zwar in dem Erweiterungsprozess die Kriterien benannt, die sogenannten Kopenhagener Kriterien, dazu gehörten die demokratischen, dazu gehörten Minderheitenrechte etc., aber wir haben als EU selber
kaum Sanktionsmöglichkeiten, also jemanden aufzunehmen schon, aber nicht, wenn er Mitglied ist. Und das Interessante war ja, die Hauptprobleme begannen gar nicht im Osten oder mit den neuen Mitgliedern. Es begann erstmal mit Haider, wenn wir uns erinnern, die Diskussion, wie gehen wir damit um, dass wenn eine Regierung demokratische Grundprinzipien verletzt, oder mit Berlusconi, haben wir alle schon vergessen. Das heißt, die EU hat da Schwierigkeiten gehabt und wir haben sie bis heute. Und das heißt, wir haben zwar den Artikel 7, aber der ist so ein großer Hammer, dass dann das Stimmrecht abgenommen wird. Das heißt, und wir sind diese Schritte, die wir jetzt schon lange haben, nicht gegangen. Und das gilt dann einerseits natürlich für Ungarn. Und wenn ich mir denke, wie gerade die EVP, das heißt die konservative Parteienfamilie, lange sich hinter Orbán gestellt hat oder gedeckt hat und auch Angela Merkel, hätte man auch an Abraham noch nachfragen können, wie das dann war, was sie ihm intern gesagt hat. Ich glaube übrigens, dass sie ihm intern deutlich die Meinung gesagt hat, aber nicht öffentlich. Und auch Herr Weber, der im Europaparlament, wenn ich mich an manche Debatte zu Orbán erinnere, fand ich, und dass es jetzt endlich das Rechtsstaatsverfahren dann in Angriff genommen wird, finde ich ausgesprochen wichtig. Aber das gilt natürlich auch für Polen. Und das heißt, wir müssen hier, glaube ich, dann eben einfach genau hingucken und in beiden Perspektiven ehrlich sein. Wir konnten im letzten Jahr sehen und im vorletzten Jahr schon, wie Polen sich in hervorragender Weise solidarisch verhalten hat mit der demokratischen Opposition in Belarus. Wenn ich sehe, wie man die Flüchtlinge aufgenommen hat, die ins Exil mussten, gemeinsam mit Litauen, das war absolut bewundernswert und ist es in dieser Frage bis heute. Polen hat im letzten Jahr für Belarussen, die fliehen mussten, 12.000 humanitäre Visa ausgegeben. Bewundernswert, wir in Deutschland übrigens haben noch nicht mal 100 ausgegeben, um einfach nur mal so ein Verhältnis darzustellen. Das war hervorragend. Aber gleichzeitig die absurde Widersprüchlichkeit, als dann Lukaschenka andere Flüchtlinge instrumentalisiert und rübergeschickt hat und Polen, und das passiert ja bis heute, und das ist das Schlimme. Das heißt, die Zweiklassigkeit von Flüchtlingen auch in Bezug auf ihre humanitäre Würde. Das müssen wir benennen. Wir können nicht, weil Polen, ja wirklich toll, sind 3 Millionen sind in Polen gewesen, ich glaube inzwischen sind es noch knapp 2 Millionen Flüchtlinge, Ukrainer, die hier sind. Da wird eine tolle Arbeit gegenüber Ukrainern gemacht. Übrigens auch in Deutschland haben wir, glaube ich, 700.000 jetzt. Aber auch hier müssen wir aufpassen. Ich erlebe gerade, dass Belarussen in die Ukraine geflohen sind und dass sie nach Deutschland kommen. Das gilt übrigens auch für Russische oder Journalisten oder die unter Druck geraten sind und plötzlich Schwierigkeiten haben, die gleichen Rechte zu kriegen, die ukrainische Flüchtlinge kriegen, weil wir Ausnahmeregelungen jetzt für die Ukrainer machen. Insofern, hier müssen wir aufpassen, dass wir auch nicht schon wieder einerseits etwas Gutes tun und auf der anderen Seite Recht verletzen. Und deshalb bin ich dafür Klarheit in gerade solchen Rechtsfragen. Super. Szymon, ostatnie pytanie. Szymon, deine letzte Frage. Ja, bevor ich meine letzte Frage stelle, möchte ich zuerst das Publikum stellen. Vielleicht ist hier jemand, der eine Frage stellen möchte, den Teilnehmern. Ich würde dann mit dem Mikrofon kommen. Okay, dann meine Frage an Herrn Markus Meckel. Was ist der Schlüssel für das gegenseitige Verstehen der Bedürfnisse und der Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck? Auf welche Weise insbesondere Deutschland und Polen das aufbauen sollten? Gute Frage zum Schluss. Wir kehren zurück zum Weimarer Dreieck. Aber ich möchte noch ermuntern, vielleicht doch eine Frage von Seiten des Publikums. Nein? Okay. Na dann das letzte Wort. Markus Airo, prosimy bardzo. Und dann noch Jean Airo. Was im Rahmen dieser speziellen Partnerschaft der drei großen Länder in Europa wir machen können? Das war ja die große Hoffnung. Anfang der 90er Jahre und dann eben nach der Mitgliedschaft Polens, wenn bis 2004 Deutschland und Polen sozusagen, weil sie so verschieden sind,
eine so wichtige Rolle spielen konnten in Europa, dass, wenn sich Deutschland und Polen trotz der Verschiedenheit geeinigt haben, hat dieser Kompromiss andere mitgenommen. Und es war dann die Hoffnung, dass mit Polen als Drittem Polen gewissermaßen Sprachrohr, die für die anderen ist. Da muss ich sagen, das hat sich nicht bewahrheitet. Polen hat nicht unbedingt für andere gesprochen, sondern oft nur für sich selbst. Insofern gibt es für das Weimarer Dreieck eine Herausforderung an Polen. Es gibt eine Herausforderung an Frankreich. Ist auch nicht zu bilateralisieren und wirklich zu sehen, wie kann man von Westeuropa als besonderer Vertreter Westeuropas die Probleme Ostmittel- und Osteuropas stärker in einen gesamteuropäischen Dialog zu bringen. Auch Macron hat, wie ich finde, nicht immer die richtige Tonlage in den letzten 5 Jahren gefunden. Und für uns als Deutsche gehört eben auch dazu, dass wir eigentlich Vermittler sein könnten, auch in der Frage des Umgangs mit der Geschichte, eigentlich mit der eigenen Kommunismuserfahrung und dergleichen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierungen dem auch nicht so folgen, wie ich es mir wünschen würde. Und insofern kann ich nur sagen, dass das, was jetzt seit dem 27. Januar mit dieser sogenannten Zeitenwende begonnen hat, dass man diese verschiedenen Dimensionen in den Blick nimmt, dass man, und das ist, glaube ich, unwiderrufbar, die Ukraine hat sich ins europäische Gen eingefressen jetzt. Das müssen wir implementieren. Aber wir dürfen auch die Kleinen drumherum nicht vergessen. Wir müssen zum Beispiel sehr deutliche Worte sagen zu Georgien, was da im Augenblick passiert, und müssen gleichzeitig Georgien und Moldova auch eine klare europäische Perspektive geben. Also jetzt auch nicht nur Sonderregelungen. Wir brauchen eine europäische Migrationspolitik und nicht nur für Ukrainer. Und da muss dann Polen auch ein Teil davon sein. Das heißt, die Fragen, die jetzt vor dem Kriegsbeginn waren, die müssen wir auch weiter behandeln. Wir müssen die Rechtsstaatlichkeitsfrage behandeln. Und das ist ja angesprochen worden. Die Anfragen an die Demokratie sind ja nicht nur in Ost und im Osten, bei den neuen Demokratien, die sind in den Niederlanden und in Frankreich nicht geringer. Und insofern, glaube ich, braucht es, also sowas, zitiere mal Karl Marx in abgewandelter Form: Demokraten aller Länder, vereinigt euch. Also da ist was dran, und zwar, das ist die antimarxistische Version. Nicht nur in dem eigenen Land, sondern die Demokratie ist eine Grundsatzfrage, und wenn wir woanders mit Wahlkampf machen, für die Parteien, für die gesellschaftlichen Gruppen, die für Demokratie einstehen, dann ist das gemeinsame Arbeit für Europa. Panie premierze, ostatnie słowo i przekażę naszemu gospodarzowi, profesorowi Rachoniowi, który podsumuje naszą debatę. Panie premierze, proszę. Oui, non, mais juste pour dire que je crois beaucoup à ce cadre du triangle de Weimar, qui permet à la France et l'Allemagne et la Pologne de parler ensemble. Et c'est pas un hasard, parce que les ministres des Affaires étrangères, quand ils ont créé de nos trois pays en 1992, créé ce cercle, ce triangle, also ich glaube sehr an diese Konstellation, die erlaubt, Polen, Deutschland und Frankreich mit einer Stimme sprechen. Denn das, was passierte als die, nach dem Mauerfall, Unifizierung Europas, so werden ähnliche Fragen jetzt entstehen. Man muss den Kontext finden. Schade, dass diese Fragen nicht früher gestellt worden sind, dass man nicht versucht, gemeinsam sie zu beantworten, mit Kollegen aus Polen und Deutschland haben wir uns diese Fragen nicht wirklich gestellt. Ich freue mich sehr, dass wir sie wenigstens heute gestellt haben, hier in Danzig, in dieser symbolhaften Stadt für den Kampf um Demokratie. Für all diejenigen, die den Mut hatten, um für diese Werte zu kämpfen in den 80er Jahren. Et nos jeunes étudiants représentants. Leiter, ich möchte mich herzlich bedanken bei allen Teilnehmern und auch den Studenten, die hier sind, und der Gens-Hagen-Stiftung, denn sie wurde erschaffen, um den deutsch-französischen Dialog zu unterstützen. Dann sind wir uns schnell bewusst, ist uns schnell bewusst geworden, dass wir damit weitergehen können, und dass die Stiftung
dans le cadre du Triangle de Weimar. Ja. Et c'est pas la première fois que nous sommes en Pologne, mais j'espère qu'il y en aura encore. Das ist keine Stiftung des Weimarer Dreiecks, aber im Rahmen des Dreiecks macht sie eine gute Arbeit. Und ich hoffe, das wird fortgesetzt. Es muss sein. Und es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, was wir jetzt machen. Ja oczywiście nie będę silił się na żadne podsumowanie. Gut, ich werde jetzt keine Zusammenfassung machen, aber ich wiederhole, dass die Politik, die Kunst ist, Vorhersagen zu machen. Ich hoffe, Europa wird Schlüsse ziehen aus eigenen Fehlern. Und Europa hat sich nach dem 24. Februar verändert. Es gibt kein Treffen, auch noch so interessant, dass man nicht beenden könnte. Ich finde, dass dieses Treffen sehr interessant war. Ich möchte mich herzlich bedanken bei allen Teilnehmern, ohne den Moderator auszuschließen, und auch bei Simon und Patricia. Besonders Dank Pani w kierunku koleżanki Magdaleny Harkin, Kollegin Jaszcza oraz Zuzanna Magdalena Harkin-Jaszcza und Zuzanna Marcinczyk, die gemeinsam mit dem ganzen technischen Team imstande waren, das Ganze zu veranstalten. Und heute schon will ich Sie alle einladen für das Juni-Treffen, wo wir über die Immigration und die Immigranten sprechen. Vielen Dank. Ich möchte mich noch bei den Dolmetschern bedanken. Wir brauchten zum ersten Mal diese sprachliche Unterstützung, damit wir eben Europäer sind. Ich hoffe, die Dolmetscher hören mich. Vielen Dank. Und den Vertretern der Genshagen Stiftung und beim Professor Rachon bedanke ich mich auch. Danke.